So etwas deutsches Eishockey hat es noch nie gesehen. Hast du sowas schon mal erlebt? Nein, es ist mit Abstand die längste Spiel, was ich gesehen habe. Und beide Mannschaften haben gekämpft. Und das ist, was Playoff-Hockey bedeutet. Und das ist natürlich viel leichter zu gewinnen als zu verlieren. Aber die Mannschaft aus Mannheim hat immer einen starken Charakter gezeigt in der Vergangenheit. Und wir müssen morgen gut schlafen und vorbereiten auf ein Spiel in Mannheim, diese Series auszugleichen. Wie groß ist der Schock bei der Mannschaft? Ich meine, die hat sich zurückgekämpft nach dem 2-4, hat auch tolle Overtimes gespielt, dicke Chancen gehabt und am Ende dann so zu verlieren. Ja, ich denke mal, das ist, man weiß, dass wir Chancen gehabt haben, aber auf der anderen Seite, wir wissen auch, dass das nicht genug ist. Und da gibt es keine Zeit, sich lange zu überlegen. Man muss das schnell abhaken und muss schon sehen, dass wir jetzt so schnell wie möglich spielen müssen. Und das ist positiv. Man vergisst das schneller. Aber der übermenschliche Leistung von allen Spielern heute, oder? Ja, das ist, von den beiden Torwarten bis die letzte Stürmer, es ist alles gegeben. Wenn man sich jetzt unsere Kabine anschaut, es ist, es ist so wie ein Krieg. Jeder lag dann und es ist viel Eis. Und das müssen wir renegieren und schauen, dass wir fit sind für Montag. Ein unfassbares Match mit einem mehr als unglücklichen Ende. Ich denke mal, das große Trauer oder zumindest mal ein Schockzustand dann auch bei dir, Matthias. Ja, das ist klar. Das ist natürlich Enttäuschung pur nach der Spielzeit. Und ich glaube, ob das solche Spiele mit so einer Länge zu dem Stadion der Playoff auch überhaupt keinen Sinn machen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eher schädlich auch für die Gesundheit der Spieler, was da passiert. Und da müssen wir uns schleunigst zusammensetzen, ob die Regel wirklich Sinn macht. Weil am Ende muss man sagen, in der vierten, fünften, sechsten Verlängerung ist es genauso ein Glücksspiel, als würdest du eine Münze hochwerfen, oder? Oder zumindest mal genauso wie ein Penalty schießen. Ich sage dich jetzt das nicht nur, weil wir jetzt verloren haben. Ich würde es auch sagen, wenn wir gewonnen haben, wenn man sieht, dass die Jungs in der Kabine viele Krämpfe haben. Ich denke, auf der anderen Seite ist das genauso und das ist einfach sehr gefährlich. Und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir die Jungs bis morgen, sage ich mal, wieder aufbauen. Und das ist höchste Priorität, dass wir einfach das aus dem Kopf verdrängen und die Muskulatur irgendwie wieder ins Laufen bringen, sodass wir am Morgen zurückschlagen können. Das wird sicherlich schwer. Ich denke mal, sowas hängt natürlich nach. Du spielst gut, du hast in der Verlängerung auch die besseren Chancen, wie ich fand. Und dann kriegst du so ein Tor in der 168. Minute. Kann das so eine Vorentscheidung in der Serie sein? Ja, sicher ist das für die Moral verheerend. Aber ich kenne unsere Jungs und ich habe jetzt auch schon mit einigen gesprochen. Und ich denke, die kommen zurück am Montag und wir werden einfach alles versuchen. Natürlich ist es extrem bitter, so zu verlieren. Ich habe auch fast schon vieles mitgemacht, aber sowas habe ich noch selten erlebt. Tut weh, die Niederlage, kann ich mir vorstellen, Dani, oder? Ja, tut brutal weh. Wenn du hier 7 Stunden arbeitest und eigentlich auch gut spielst und die Scheibe einfach nicht rein will, scheinbar, dann tut es natürlich doppelt weh, körperlich, psychologisch, ein bitterer Schlag. Die Mannschaft kann das verkraften, Fragezeichen? Hoffentlich. Das ist, wie gesagt, sowohl körperlich wie auch natürlich von der ganzen, vom Kopf her, ist das sehr, sehr bitter. Und, aber auf der anderen Seite, Köln hat heute auch 7 Stunden spielen müssen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie die zurückkommen. Und ja, wenn wir in der Serie bleiben wollen, dann müssen wir Montag wieder ran und müssen das versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ab morgen wird die Diskussion über diese Regelung kommen. Zum Schluss war es reines Glücksspiel, wer dieses entscheidende Tor schießt. Da hätte man auch eine Münze hochwerfen können oder Penalty schießen machen, oder? Ja, klar, es wird in der NHL auch so gespielt und wir haben uns dieses Jahr eben für diese Regel entschieden. Aber ich glaube, man muss einfach nochmal drüber reden und ich glaube, im entscheidenden Spiel okay. Aber ansonsten, ich persönlich meine, dass das doch jetzt auch das Bild ein bisschen verzerrt. Und auch Frankfurt-Iserlohn, die haben jetzt auch mehr Spiele in den Knochen als die anderen. Ein Drittel okay, aber dann glaube ich, Penalty schießen. Die Adler Mannheim sind ein Teil der Geschichtsbücher geworden, das zweitlängste Spiel aller Zeiten weltweit. Kann man sich nichts verkaufen? Da kann man überhaupt nichts verkaufen. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann wäre das natürlich ein toller Rekord, den wir gerne mitgenommen hätten. Aber so ist es eher bitter. Wie tief ist denn der Schock nach so einer Niederlage? Der Schock ist sehr tief. Es gibt nichts Schlimmeres, wie nach neun Dritteln zu verlieren. Es sind 3 komplette Spiele, die wir heute gespielt haben. Und es ist auch schwer für die Spieler, sich zu regenerieren. Und man kann jetzt gar nichts sagen für Montag, weil man weiß nicht, wie sich die Mannschaft regeneriert, auch vom Psychologischen her, weil sie das Spiel verloren hat. Und
müssen wir schauen, wie es morgen weitergeht. Aber Hut ab vor der Leistung von allen Akteuren, sowohl Kölner als auch Mannheimer. Es hat jeder alles gegeben, da kann man keine Vorwürfe machen. Es hat wirklich jeder ist bis an die Grenzen gegangen. Wir haben viele Spieler in der Kabine gehabt mit Krämpfen, konnten gar nicht mehr spielen. Ist schon was Einmaliges, ja. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir es gewonnen hätten. Ja. Bleibt sowas im Kopf hängen, auch aus deiner Erfahrung als Spieler, so eine Niederlage? Ja, sowas bleibt im Kopf hängen. Ist klar, da spricht man bestimmt noch in 10 Jahren drüber. Aber leider haben wir das Spiel verloren. Und Köln ist in Führung gegangen, 2-1 in der Serie. Jetzt müssen wir am Montag schauen, dass wir das zurückholen. Gibt es eine neue Diskussion über diese Regelung, dass wir spielen bis zum geht nicht mehr, so wie heute? Also ich war auch für die Regel, ganz klar, weil ich das einfach besser fand als Penaltyschießen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Spiel sieht in einer Viertelfinalserie, das kann eigentlich eine ganze Serie körperlich auch kaputt machen. Wir haben jetzt 3 Spiele auf einmal gespielt. Wir haben jetzt schon 5 Spiele gemacht, eigentlich in 6 Tagen. Das ist schon sehr, sehr hart und auch von den Spielern her, vom medizinischen her, ist es natürlich auch kritisch. Ja. Wenn es überhaupt etwas Positives aus Mannheimer Sicht gibt, dann die Tatsache, dass man dabei sein durfte, entweder als Zuschauer oder als Spieler bei diesem historischen Spiel. Allerdings, ob das aus den Köpfen herauszukriegen ist, bis am Montagnachmittag, das muss man bezweifeln. Das ist klar, da sind die Kölner natürlich, was die Emotionen angeht, einen Schritt weiter. Ob es aus dem Körper rauszukriegen ist, dieses Spiel, das kann man mit Sicherheit verneinen. Die werden am Montag tatsächlich alle fix und fertig sein.